Künstliche Intelligenz in Excel. Wie kann ich den Datentyp Geografie in Excel verwenden? Ich habe eine Tabelle vorbereitet und verschiedene Städtenamen eingegeben. Ich markiere die Einträge mit den Städtenamen, wechsle in den Menüpunkt Daten und wähle den Datentyp Geografie aus. Sofort sehe ich, dass den Städtenamen ein neues Symbol vorangestellt ist. Wenn ich nun eine oder mehrere Zellen markiere und auf das Plus-Listensymbol klicke, kann ich verschiedene Datenfelder automatisch ausfüllen lassen. Für Mannheim und Heidelberg gibt es für das Feld Landkreis keine Einträge, da diese beiden Städte keinem Landkreis angehören. Mit Anführer ist das Amt der Oberbürgermeisterin des Oberbürgermeisters gemeint. So einfach können wir uns wichtige Daten automatisch in Excel holen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.